Für die zweite Übung habe ich dir bereits eine Word-Datei mit Tabellen bereit gemacht. Immer auf der linken Seite findest du die zu bearbeitende Tabelle. Auf der rechten Seite ist ein Bild, wie es dann am Schluss aussehen soll. Du kannst also nichts rüber kopieren, das ist nur ein Screenshot. Du siehst, die Tabellen sind etwas grob geraten. Mit diesen schwarzen Linien wirken sie etwas gar streng vielleicht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Tabellen eleganter gestalten kann. Sei das mit sich abwechselnden Grautönen, sei das mit feinen, zum Teil eben auch helleren Linien. Diese Übung soll dir also Anregungen liefern, wie du deine künftigen Tabellen etwas eleganter gestalten kannst.